Willkommen zurück zur LSPDFR-Modifikation. Und wie ihr schon sehen könnt, stehen wir jetzt vor der Polizeistation hier in Downtown und haben natürlich neue Uniformkollegen. Das sind fiktive deutsche Uniformen, die eigentlich ganz schick aussehen. Als Sheriff wurden dann die bayerischen Uniformen nur eingefügt. Und die haben wenigstens funktioniert. Davor hatte ich ja noch ein Pack drin. Das waren dann einfach Berliner Polizeiuniformen. Mal rein, sonst regnet so laut. Und warum hat der denn jetzt hier keine richtige Uniform an? Okay, komisch. Also ich kann sie euch halt mal kurz... Ja, mach mal kurz Platz. Ich kann sie euch halt mal kurz zeigen. Hier sieht man eine Frau, die hat eine andere an. Wenn ich jetzt mal in Dienst reingehe, dann sehen wir jetzt hier diese fiktive deutsche Uniform. Hier die bayerische für die Sheriff. Einheit sozusagen. Ja, und hier die normale nochmal eine Motorrad-Uniform, die hatte ich aber vorher schon drin. Und hier dann eben das SEK. Ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal ganz leger so. Und dann können wir hier noch eben so einen Gurt auswählen, wo dann die Waffe dran geholzt ist. Und das nehmen wir einfach mal so mit, würde ich sagen. Und dann schauen wir uns doch gleich mal, wenn die Plugins geladen sind. Jawohl. Attention Unit 1 Adam 12. Begin beep. Schauen wir uns mal kurz noch die Fahrzeuge an. Aber die sind glaube ich gleich im Vergleich zum letzten Mal hier. Hoppala. So. Hinten stehen vielleicht noch ein paar. Ja. Jedenfalls nehmen wir uns heute mal zur Abwechslung hier den T5. Ganz gut für Verkehrskontrollen, finde ich. Und da habe ich jetzt auch rausgefunden, wie ich jetzt eben Fahrzeuge anhalten kann und die auch hinter mir herfahren lassen kann, damit ich eben einfach eine bessere Stelle zum Kontrollieren finde. So, jetzt hoffen wir mal. Attention all units. Officer needs assistance in Alpha. Der hat den Panic-Button aktiviert. Dann machen wir uns mal schnellstmöglich einfach mal mit Blaulicht auf den Weg. Hier ist gerade eh alles frei, da brauchen wir jetzt keinen Stress schieben. So, komm, fahren Sie mal bitte zu. Der ist nackt unterwegs, nicht schlecht. Das sind nur zwei Blocks weiter, da machen wir jetzt mal kurz die Sirene an, dass wir gut durchkommen. Nicht, dass uns hier auf der Kreuzung gleich einer reincrasht. Ja. Hier merkt man immer so kleine Mikro-Ruckler. Die habe ich erst seit gestern, seit ich mich irgendein Plugin reingeladen habe. Da muss ich nochmal kontrollieren, ob ich das irgendwie noch ändern kann oder nicht. Läuft ja größtenteils flüssig, aber gut. So, genau, machen Sie bitte Platz. Und da vorne müssten wir dann auch schon sein. Was spawnen die da so doof? Mist natürlich. Wow, 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 wow. So. Runter auf den Boden, bleiben Sie auf dem Boden. Waffe aus der Hand. Weg damit. Sofort. Da oben rennt noch irgendeiner weg. Okay, der Kollege sprintet ihm hinterher. Den müssten wir dann aber auch gleich haben. Dann fahren wir noch kurz mal einen Transport an. Oh nein. Ich habe es geahnt. Schau kurz nach, welches Plugin das war. Na, 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 na. Nee, kann man jetzt nicht. Dann beheben wir das ganz kurz. Reload all Plugins, auch kleiner Tipp für euch. Einfach alles nochmal neu laden. Und jetzt hat man natürlich keinen Bock zur Wache zu gehen, dann kann man einfach eingeben Forced Duty, dass du dann direkt im Dienst bist. Attention Unit 1, Adam so. 12. Begin beep. Wenn jetzt nachher natürlich das dann nochmal abstürzt, wenn ich den Transport hole. Dann haben wir natürlich ein Problem. Ja, jetzt komme ich in meinen Wagen nicht mehr rein. Doch. So, dann fahren wir den mal noch schnell hinterher. We have a 148 and not Chilliard. Ja, okay, wenn die jetzt hier... So. Mount Chilliard. Haben wir den jetzt angenommen oder nicht?
Scheint nicht so. Dann helfen wir einfach jetzt nochmal den Kollegen hier aus. Scheinen die irgendwie noch nicht so ganz hinbekommen zu haben da vorne. Achtung! Gut. Kollegen übernommen. Und wir haben jetzt hier einen möglichen Einbrecher. Da fahren wir jetzt mal ohne Sirene hin. Wir wollen die ja nicht direkt verschrecken. Und hoffentlich kriegen wir den noch auf frischer Tat. So. Ich denke, danach machen wir mal noch eine schöne Polizeikontrolle. Ziehen wir ein paar Fahrzeuge in der Umgebung raus. Wenn das hier so ein tolles Einbruchsviertel ist, dann findet man da bestimmt so ein paar. So, hier haben wir auch schon den ersten, der einfach mal nicht Auto fahren kann. So, hier vorne sind wir gleich vor Ort. Oh, schönes Haus. Wir sollen das Gebiet hier beobachten. Okay, hier war der Einbrecher unterwegs. Dann fahren wir einfach mal durchs Viertel und schauen uns das Ganze ein bisschen an hier. So, hier ist einfach eine Mini-Wendeplatz. Aber es ist schon ein schickes Gebiet hier. Dann fahren wir da vorne links mal runter. Kann ja sein, dass da irgendwas ist. So. Aber es sieht so aus, als wäre hier alles ruhig. Also, das war dann vielleicht auch nur ein Fehlalarm. Das kann natürlich auch vorkommen. Ist es nicht die Rückseite von dem Haus hier? Warum ist denn jetzt hier die Garage so offen? Ist das Zufall oder? Ne, da kommt man auch nicht durch, ne? Okay, das ist ja vielleicht nur ein Zufall, dass sie so halb angelehnt ist. Dann fahren wir nochmal weiter da hinten. Ja, wenn ich jetzt tatsächlich nichts entdecken kann, dann bleibt mir da wahrscheinlich auch nichts anderes übrig, als dann hier der Zentrale zu melden, dass der Einsatz ja beendet ist. Hier sitzen sie rum, hier stehen sie rum. Drin läuft jemand. So, ich pack mal direkt den Taser ein. Aus. Da hinten schlagen sie sich. Weiß ich nicht, wohnt der hier oder? Keine Ahnung. Hier chillen ein paar auf der Fläche. Ja, das ist er. Wir haben ihn. Dann scheint die doch noch reagiert zu haben, okay. Dann ist das der Einbrecher. So, jetzt machen wir mal kurz einen Test, ob bei den Transportanforderungen es immer noch abstürzt. Okay, klappt. Genau, jetzt sind wir Code 4, wir sind wieder einsatzklar. Und gehen wir zu unserem Fahrzeug. So, ich habe nämlich auch ein Plugin installiert. Heißt GTA Comes Alive. Lebt die noch, oder? Boah, die haben die echt zusammengeschlagen. Ach du Kacke. Citizens report a criminal resisting arrest in so. Hier ist heute echt High Life in Los Santos. Jetzt haben sie die hier echt zusammengeschlagen. Gut, dass ich das gehört habe. Vielleicht können wir sie noch retten. So, brauchen die irgendwie Unterstützung? Wo sind sie denn jetzt? Ich fahre meinen Wagen mal rüber. Vielleicht brauchen die ein bisschen Platz. Und das geht ja echt gar nicht. So. Da müssen jetzt die Kollegen übernehmen.
Wir schauen uns mal kurz, ob hier wirklich noch was zu retten ist. Ich würde sagen, sie legen uns mal los hier. Und was können sie uns sagen? Ja, die sieht irgendwie... Weiß nicht, der hat auch nicht gerne gar nicht den Notarzt gerufen. Das ist natürlich jetzt haarig. Jetzt müssen wir den Leichenbestatter Dienst rufen. Ja, ich meine, was hätte ich machen können? Ich hätte zurückrennen können, dann wäre halt der Einbrecher. Aber gut, da hätte ich mich vielleicht doch lieber um die verletzte Person kümmern sollen. Weil der Einbrecher hat ja niemanden geschadet. So, jetzt sind wir aber rechtzeitig unterwegs. Direkt hier vorne. Irgendwo soll hier ein Kampf stattfinden. Okay, die stehen jetzt halt hier. Attention all units. Code 4, all units return to patrol. Okay. Dann war das nur mal wieder ein Fehlalarm. Okay, dann gucken wir nochmal zurück, ob jetzt da unser Toter abgeliefert wurde. Die laufen gerade hin. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. We have a stolen police vehicle in Rockford Hills. Da sehen wir es auch schon, steht im Park. Hier ist ja gerade wirklich ein Einsatz nach dem anderen. Frage ist, komme ich hier rein oder hätte ich jetzt irgendwie oben... Ne, der will wahrscheinlich oben rausfahren. So, dann machen sie mal ein bisschen Platz hier, danke. Und ich fordere mal noch eine Streife zur Verstärkung an. Der will jetzt rüberfahren, aber ich glaube, hier gibt es nur einen Ausgang und der ist genau da drüben. Da fahren wir jetzt mal schnell rein. Und dann kommt er da nämlich erstmal gar nicht raus. So einfach ist das. So, jetzt sind wir auch ein bisschen Umweg gefahren, aber gut. So, hier links geht's hoch. Alter, euer Ernst? Also Kollegen, achtet bitte mal auf eure Fahrweise. So, da oben müsste er jetzt gleich rauskommen schon. War er doch schneller als gedacht. Holte eiskalt echt die Sirene raus. Ich glaube, es hackt. We've got a possible 148 in the GWC Engulfing Society. Okay. Wir brauchen Verstärkung und zwar schnell. Jetzt rennen die auch noch weg. Alles klar. Würde ich sagen, fahre ich den mal kurz hinterher. So, aber hat der eine noch doch eine Waffe? Der hat irgendwie eine kleine MP oder irgendwas. Ich weiß es nicht. So, ich versuche jetzt mal hier vorzufahren und irgendwie die dann wieder zurückzulocken. So, zwei Einheiten sind da. Deine rennt schon darüber. Gut. Das ist alles. Der hat einen guten Vorsprung. Jetzt die Frage, kommen die Kollegen mir nach und helfen mir oder bleiben die jetzt da oben stehen? Weil den muss ich jetzt echt von nah an. Jawohl, er fällt um. Sehr gut. So, du faule Sau, kommen Sie mal zurück hier. So, auf den Boden sind sie schon. So. Arme hinter den Kopf. Arme hinter den Kopf. Sehr gut. So. Alles unter Kontrolle. Sehr schön, dass sie auch gekommen sind. Dann habe ich jetzt gesagt, fordern wir hier noch die Kollegen an zum Abtransport und gut, dann sind wir erstmal wieder raus und kehren zu unserem Einsatzwagen zurück.
Ich muss sagen, die Wiese sieht auch echt gut aus hier. Haben sie gut gepflegt. Alles klar. Das dürfen auch die Kollegen übernehmen. Wir werden jetzt mal noch eine Polizeikontrolle, Verkehrskontrolle durchführen. Mal ein paar Wägen, die uns verdächtig vorkommen. Jetzt steigt rein. So. Ja, hiermit ist auch der schöne Rasen kaputt. Den können sie dann nochmal neu machen. Aber ich meine, Sicherheit geht vor. Und wenn der halt hier auf dem Gelände rumheizt und die örtliche Security den einfach nicht festnehmen kann, dann ist es halt so. So, ich bin jetzt mal kurz nicht erreichbar für Einsätze. Denn wir wurden jetzt abgeordert zum Kontrollieren des öffentlichen Verkehrs hier. Das werden wir auch gleich hier vorne mal übernehmen. So, wir müssen jetzt hier rechts rumfahren. Nee, oder? Gut, dann habe ich es verpeilt hier. So. Ja, ich denke, wir fahren hier ein bisschen, da vorne kommen den Schnellen da, den Flitzer da, den holen wir uns mal. Den kleinen Orangen da. Leute, wirklich, ich habe Blaulicht an. Ja, da macht immer ein bisschen langsamer. So, der hält hier nämlich schon perfekt. So. Jetzt fahre ich nämlich vor den. Drücke Steuerung T. Und jetzt müsste er mir folgen. Genau. Jetzt suchen wir uns irgendwo einen Platz, wo wir uns bequem hinstellen können, ohne dass der den Verkehr blockiert. Irgendwie eine kleine Einfahrt oder so, wie hier links zum Beispiel. Perfekt, da fahren wir einmal kurz rein. So, kommen Sie weiter, Dankeschön. So. Dann nehmen wir mal kurze Kontrolle hier vor. Der scheint ein bisschen nervös zu sein. Und dann sagen wir erstmal guten Tag. Ich bräuchte mal kurz Ihre Ausweise und Fahrzeugpapiere, die ich dann mal kurz kontrollieren werde. So, Sie sind Luis Santos. Das checke ich einfach kurz. Dann sind Sie gleich wieder auf dem Weg. So, Luis Santos. Okay, jetzt kein Problem mehr. So, der randaliert hier ein bisschen. Da werde ich den auch gleich mal kontrollieren. So, was ist denn Ihr Problem hier? Dankeschön. So, ich werde auch Sie mal kurz kontrollieren. Das ist mir jetzt ein bisschen komisch, dass Sie einfach so kurz aufkreuzen und dann hier so Stress schieben. Wir sind ja mitten in der Polizeiverkehrskontrolle und Sie... Okay, gegen Sie liegt auch nichts vor. Allerdings würde ich jetzt Ihnen eine Warnung aussprechen und dass Sie dann bitte hier dieses Area sozusagen verlassen. Ja, dann fahren Sie nochmal weiter. Dann räumen wir einfach auch mal selber hier den Platz. Dann müsste das Ganze eigentlich gut sein. Wir warten hier rechts noch kurz, bis der andere Kollege auch weg ist. Alles klar. Da gibt es ja auch richtiges Parkhaus. War ich hier überhaupt schon mal? Na, fahren wir kurz nach oben, genießen den Ausblick und beenden dann, würde ich sagen, die Schicht. Ja, wunderschön. Da kann man hier auch richtig gut rumcruisen mit dem Fahrzeug. Das hat richtig schöne
Ah, noch knapp. Eieiei. Ah, jetzt klappt schon besser. Da muss man die Kurven echt gut eng nehmen, wenn man hier hochfahren will. Ja, mal wieder ganz knapp. Ah, wunderschön sind wir hier. Einen wunderbaren Überblick haben wir hier über Los Santos, den Sonnenuntergang. Und ich würde sagen, wir parken hier nochmal ganz schick. Und sagen dann erstmal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.